was ist eigentlich, wenn die Schüler sich an jeder Schule aufmachen und ihren eigenen Weg selbst in die Hand nehmen und das zeigen, indem sie zu Fuß von jeder Schule aus durch ganz Deutschland nach Berlin laufen. Und Finn, hat sich schon was am Bildungssystem verändert? Ja. Ja, die Schule leider. Wir können noch einfach die Lehrer fragen. Ja. Und Schüler können wir auch ansprechen, also genau. Das war okay. Wir können auch in die Aula gehen und schauen. Eigentlich meint er, wir können alles machen, er hat sich keinen Bock, irgendwas für uns zu machen. Ja, genau. Gut übersetzt. Ja. Wir wollten jetzt schauen, ob wir zu irgendwem von euch im Unterricht können. Wir wissen jetzt auch nicht, welche Lehrer wir ansprechen müssen, also der Direktor hat gesagt, sondern die Lehrer. Ja. Lehrer, die das erlauben würden, vielleicht. Ja, ihr kennt die am besten. Ja? Ja, ist cool. Ja, ich komm mit dir nach dem Sozial, ne? Wir laufen von ganz Deutschland, Freiburg, ja ganz im Süden, ja, alle nach Berlin. Die laufen jetzt von Göttingen, ich glaube, ihr habt. Aber ihr lauft wirklich die Fahrt. Wir laufen. Klingt zwar ein bisschen komisch, vor allem, wie man jetzt das Schulsystem ändern soll durch Wandern. Aber an sich ist eigentlich eine total tolle Sache, vor allem auch, was du erzählt hast, dass du danach den Stoff gerne nachgeholt hast, was man jetzt eigentlich nicht denkt, weil es ja so viel, was man eigentlich verpasst, aber dass es dann Spaß macht. Also ich glaube, das ist auch eigentlich eine gute Idee, das mal zu machen. Ja. Gibt es andere Ideen, was man verbessern könnte, damit euch Schule mehr Spaß macht? Total krass, diese Hoffnungslosigkeit zu spüren. Also ich fand es auch krass, wie die Lehrer einfach so gewöhnt sind, in diesem System zu sein, wie sie so gewöhnt sind, ein Programm. Also sie wollen was erneuern, aber sie haben überhaupt keine Ideen. Das heißt, man muss ihnen so ein Programm vorlegen, dass sie dann komplett umsetzen können, möglichst gar nichts mitdenken müssen, einfach nur machen und sich dann gut fühlen, jetzt ist die Schule richtig so. Aber echt, also wer nicht aktiv ist, der ändert auch nichts Aktives. Das, ja. Wie war es bei euch? Bei uns war es super. Wir hatten einen super coolen Lehrer, der eigentlich genau unserer Meinung war und manchmal konnte ich gar nicht unterscheiden, ob er nicht zu unserer Gruppe eigentlich dazugehört, weil er auch die Schüler immer noch motiviert hat zu träumen. Was mich ein bisschen gestört hat, war dieses, ich hatte das Gefühl,
Die waren total begeistert von uns. Die fanden uns alle richtig toll, haben das unterstützt, haben auch so super geniale Wünsche aufgeschrieben. Aber wenn man sie gefragt hat, ob sie mitkommen oder so, die haben immer gefragt, hä, wieso denn ich jetzt? Die hatten überhaupt nicht das Gefühl, sie könnten was verändern. Sie hatten immer so das Gefühl, wir sind total genial, wir machen alles richtig gut, aber selber, dass sie selber auch was können, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, ich glaube, das war ein bisschen zu kurz, halt jetzt in einer Viertelstunde, ja. Aber die Wünsche, also waren ganz viele Wünsche, die umsetzbar, also auch sofort umsetzbar sind, wie wir wollen uns in unserem Schulhaus wohlfühlen, stand öfter drauf. Also mich hat total erstaunt, wie viele Wünsche die aufgeschrieben haben, wo wir gar nicht drüber geredet haben. Und auch ganz Wünsche, die wir so oft hören irgendwie, wo wir gar nicht so viel erzählt haben von, aber wo die von alleine auf diese Wünsche kamen. Ich glaube, die haben richtig geträumt und ich glaube, so angekommen, dass sie jetzt damit anfangen sollen, was umzusetzen, sind sie noch nicht, aber vielleicht kommt die Idee noch, entwickelt sich das bei denen. Das ist einfach, der erste Schritt ist dieser Traum von einer besseren Welt. Und man kann nicht vom ersten, wenn die den ersten Schritt gemacht haben, nicht gleich sagen, ja, und jetzt den zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt. Das muss auch irgendwie wirken. Ich kann zum Beispiel beim Laufen nicht so gut denken. Da kann ich eigentlich fast gar nicht denken, außer wenn ich mit jemand rede. Aber sonst, wenn es für mich läuft, dann ist mein Kopf eigentlich leer. Und das bringt mir dann natürlich gar nichts, wenn ich 8 Stunden am Tag laufe und hier nur leer ist. Dann können ja keine neuen Ideen entstehen und so. Und ich bin immer noch derselben Meinung, dass wir uns zu stark aufs Laufen fokussieren. Und dass wir auf jeden Fall darüber reden sollten, was wir damit machen. Also ich will auf jeden Fall die nächsten Tage alles so. Also ich zum Beispiel, ich will die Kontakte, aber ich will nicht mit einem Bauer 10 Minuten quatschen und weiterlaufen. Ich will mit dem Bauer mich hinhocken und die ganze Nacht mit ihm reden. Ich bin super zufrieden. Es ist überhaupt nicht so, dass mein Kopf leer ist im Laufen. Im Gegenteil, irgendwie diskutiert da mein Kopf mit sich selbst über die wildesten Sachen, wenn ich laufe, und alles andere als Leere. Ja, also aus meiner Sicht wäre es nicht so, sind es jetzt irgendwie zum Schluss 80 Kilometer mehr oder weniger, sondern wie viele wertvolle Begegnungen waren es denn, die wir gemacht haben? Und mit wem haben wir denn geteilt, warum wir unterwegs sind? Ich würde gerne was anstoßen. Also ich spüre das bei mir, dass manchmal kommt mein Feuer hoch, so wie heute, und da habe ich eigentlich richtig Power. Und manchmal, da bin ich so im Keller, ich weiß nicht, aber das hat für mich mit der Gruppe was zu tun. Und ich glaube, wir sollten gucken, dass wir unser Feuer entfachen, weil sonst können wir auch nicht die Funken fliegen lassen. Ich weiß nicht, man kann auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Und auch wenn es nur 10% von dem, was möglich wäre, ich finde einfach mal das zu schätzen und einfach wirklich auch mit dem sich zufrieden zu sein, also mit dem zufrieden zu sein, was eben schon da ist und was schon existiert. Wenn es alle machen würden, wäre es natürlich viel geiler, aber es macht nicht jeder. Nee, darum geht's nicht. Es geht um die Qualität von dem, was wir erleben. Und wenn wir voll glücklich sind mit dem, was wir machen, dann checken das die anderen und dann wollen die auch mitmachen. Hallo. Also, wir sind Funkenflieger. Das ist eine Aktion, wir laufen aus Freiburg nach Berlin und sammeln auf dem Weg die Wünsche von Schülern für ein besseres Schulsystem. Da sind noch ganz viele andere Schülergruppen, die auch aus anderen Städten nach Berlin laufen. Das ist eine große Bewegung auch.
Da überlegen wir. Und wir sind jetzt nach Freiburg. Ja. Genau. Wie lange sind Sie schon unterwegs? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Die sich für eine gute Schule einsetzen aus Freiburg. Da vorne sind sie, die kommen aus Freiburg und wollen nach Berlin wandern. Es stoßen immer welche dazu aus den verschiedenen Regionen. Und da gab es einen Wunsch, den ich hier auch weitertrage, nämlich, wenn wir jetzt die Luftballons steigen lassen gleich, dass jeder einen Wunsch damit verbindet, wie gute Schule aussieht. Und dann haben wir 2500 gute Wünsche, die damit in den Himmel hochheben und damit auch hier so eine Initiative mit unterstützen.